Servus, da sind wir auch schon wieder. Für euch morgen, für mich 2 Minuten, beziehungsweise kurz nach der letzten Aufnahme. Wir wollen jetzt zur Burg. Und versuchen, sie zu verteidigen. Neue Aufträge jetzt verfügbar. Ich habe mich ja gerade einfach nur hingemacht, Mann. Blauer. Der ist mir egal. Also wenn man jetzt hier Zeit verstreichen lässt, kommen immer wieder neue Aufträge. Wer 100% machen will, wird dies wahrscheinlich häufiger machen müssen. Wir jetzt weniger, weil wir wollen keine 100% machen. Wir wollen Spaß haben, solange wir Spaß haben, spielen wir weiter. Und wir wollen natürlich so viel wie möglich sehen, so viel wie möglich schaffen von dem Spiel. Aber wenn am Ende dann was fehlt, dann ist es einfach so, weil für 100% müssen wir die ganzen Kampfbuben-Champions auch herausfordern und besiegen. Und da musst du über Level 50 sein und da hängen wir noch 30 Stunden hier dran. Nur mit trainieren. Aber was dann schaffen werde ich auch nicht. Weil wir müssen Level 50 sein, unsere Leute müssen Level 50 sein und da fängt es schon an. Scharkbus. Hey, wir sind richtig stark. Stärke 50. Hey, ich will rüber. Ja, Metallmauern auf jeden Fall. Auch wenn es natürlich mega viel kostet. Häuptling. Giftspeier, Eisentore, Feuerspeier. Das mit dem Feuer fand ich am geilsten, wobei ich jetzt auch mal gern das Eis gesehen hätte. Aber ich finde das mit dem Feuerspeiern genial. Schildträger, Wildenhort, Jägerhort. Machen wir mal Jäger. Letztes Mal hatten wir nämlich Schild. Auch dabei sein. Giftige. Diesmal hätte ich gern Verfluchte. Kommen der Stärke von Angreifenden immer näher. Ich glaube, wir werden ihn am Ende alle hier nehmen. Ne, wir haben ja noch einen da unten. Den kriegen wir ja noch nicht. Kriegskraug. Das letzte Mal hatten wir Drachen. Jetzt hätte ich gern wieder einen Graug. Level 11. Wie lange er überleben wird, weiß ich nicht. Feuerschützen, Mauerspieße sind bestimmt auch lustig, dann kommen die nämlich nicht hoch. Ich würde sagen, 100 Stärke Unterschied. Lasst uns beginnen. Oh. Der Eistee fliegt. Oh, ich liebe Eistee. Ich könnte baden in Eistee. Ohne Witz. Och, wie süß. Oh. Level 37. Level 22. Diesmal sind es schon gleich 2 am Anfang. Hä, was mit ihm? Ein Schrei bis ins Mark. Tödlicher Schlag. Der Reim. Der abbekommt. Der dreckige Tank. Alter. Es ist natürlich blöd, dass unser Krauk hier ganz alleine ist. Sehe ich gar nicht gerne. Die beiden sind schon fast down, wenn sie nur nach oben gehen. So halb down waren sie ja schon. Und sind immer noch vergiftet. Ich schlage nicht wieder!
So. Nachteil ist, wir haben keine Leibwache mehr gehabt. Boah, ich wollte den gerade einnehmen. Dann verbrennt der. Boah. Weil Level 22 bin ich nicht. Der ist so schwach. Beschusssicher, natürlich. Ich hab's aber noch rein. Nein, das ist nicht vorbei. Noch nicht. Er ist trotzdem tot. Er gibt nicht auf. Ich will ihn doch. Jemand, der nicht aufgibt, will ich auf jeden Fall. Nein, das ist doch der Falsche. Meine Kampfkraft gehört dir. Ich stehe hinter dir. Es ist Zeit für den Angriff, Herr. Der Meinung bin ich auch. Vor allem haben die noch zwei. Schade. Geschehen. Den haben wir schon mal beschämt. Immerhin. Unser Grau kämpft immer noch. Der Grau gibt nicht auf. Schattenkämpfe. Er bricht gleich durchs Tor, weil keiner mehr sich um ihn interessiert. Ruft sie gar keine mehr. Weil ja klar ist, wie das so ein Dickerchen ist. Boah. Diese Festung gehört Sauron. Aber du, gehörst nur mir. Was? Nein. Könnt ihr auch ein bisschen Hilfe brauchen? Oh, jetzt kommt wieder Feuer. Nächstes Mal machen wir auf jeden Fall mal Eis. Ich will nicht sehen, was... das aussehen. Der zieht durch Karriger. Bin ich süß. Oh ja. Vorsicht, das Feuer. Boah. Allein kann ich ihn nicht besiegen. Jetzt kommt noch eine Welle und der Typ ist schon so stark. Ich kümmere mich erstmal jetzt um die anderen jetzt hier. In der Hoffnung, dass er dann an so einen Punkt angreift und ich dann Hilfe bekomme von unseren Leuten. Das war gut.
Dann los, gegen den Bösen. Der ist da hinten. Wir müssen jetzt erstmal hier verteidigen. Der zieht sich zurück, der komische Pirat. Aber ich will, dass er stirbt. Yeah. Der haut aber schnell ab. Zwei noch. Und einer davon ist unser Dickerchen, der nicht K.O. geht. Der ist da hinten. Der wird auch gleich die Mauer durchbrechen. Boah, der hat fast das Ding genommen. Der ist nämlich 45. Den hätte ich gern für die letzte Welle. Ich hielt es für leicht, hier rein zu marschieren und die Festung zu nehmen. Ich hatte recht. Ich hab ihn auf der... Boah. Da blutet jemand. Ich gebe jetzt den Punkt auf, weil da hinten blutet jemand und will ich nicht verlieren, der vor allem, weil er Level 42 ist. Punkt verloren, egal. Der Typ war einfach zu stark. Und er setzt die Mauer durch. Es läuft genau wie geplant. Holt die Festung Schritt für Schritt. Ich meine, wenn wir uns am letzten Punkt verteidigen, gewinnen wir das Ding ja trotzdem. Ist ja egal. Passiert ja nichts mit der Burg. Wir haben den Hof erreicht. Lassen Sie dort ab. Ich hätte sterben können. Da blutet schon wieder jemand. Aber der war ja eh schon fast tot. Level 45, die will ich nicht verlieren. Ich bin schon da. Alter, ist der weit weg. Oh, der verblutet schnell da hinten. Den kann ich doch nie im Leben heilen. Oder doch? Der Platz wird angegriffen! Hey? Schade! Ich will ihn nicht an! Er ist jetzt angegriffen. Das Problem ist ja, dass es sein kann, dass jetzt gleich die dritte Horde kommt und wir haben die beiden noch nicht besiegt. Dann werden die noch stärker. Alter, das war's. Hier ist echt die Horde. Geil! Da ist er wieder, mein Freund. Flark. Ach, ist gar nicht er, ist ein anderer. Na klar! Jetzt muss ich dir wieder die Haut retten. Dank dir. Bleibt er jetzt die ganze Zeit hier und hilft? Ich find's cool. Oh, da verblutet gerade jemand. Und das gar nicht so... Oh, den krieg ich nicht mehr. Halt durch, ich bin da. Nein, direkt unter mir. Vor allem ging so schlecht. Das mit Absicht? Ja. Komm her. Er chillt immer noch vor der Tür. So kommt ja nicht keiner und hilft mir mal gegen den.
Oder versucht er mein Feuer hier kaputt zu machen? Nein, jetzt blutet er. Was ist denn mit denen? Die kämpft doch gegen Schwache. Der Hauptmann ist doch hier. Was ist denn mit den Worten? Oder gar nicht. Wurde auch Zeit! Jemand macht sich am Grog zu schaffen! Also, diesmal sind wir von der Stärke nämlich ganz schön unterlegen und das merkt man. Aber der Typ da draußen, der kriegt natürlich jetzt schön Schaden. Dadurch, dass alles jetzt auf ihn schießt, mehr oder weniger. Aua. Weil er als ins Feuer reinrennt. Das finde ich witzig. Hinter dir. Oh, tut mir wirklich leid. Yeah. Den würde ich gerne einnehmen, weil ich glaube, da kommt jetzt gleich noch mal, oder? Wir haben ja einen schon verloren. Er zieht sich zurück. Nein! Mist. Oh, das war's schon. Wieder nur ein Punkt verloren? Könnte schlimmer laufen. Zwei Punkte zu verlieren. Du hast nur ein verteidigt. Gebiet verteidigt. Etappe abgeschlossen. Belohnung plus Fähigkeit. Punkt. Die Schattenkriege, Etappe 3. Also wir hätten unseren Bruce-Auftrag jetzt auch noch dicke machen können. Sergius wird belagert. Ich glaube, der wird jetzt heftig, weil der hier war schon anspruchsvoller. Der nächste wird dann bestimmt... Uiuiuiui. So, jetzt haben wir wieder Aufträge. Aber nur blaue. Bedeutet für uns Abschied. Abschied, Abschied, Abschied. Na, 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 na. Zwei von vier, dann müsste ja jetzt auch da bei den Prozenten einiges weg sein, oder? Oder, oder, oder? ...84%? 43%! Und 2, 3, 4... Und dann wird nochmal... ...Minas Morgul wahrscheinlich angegriffen. Könnte ich mir vorstellen. So zum Abschluss. Machtprobe Karagor. Es wäre schön, wenn ich es endlich mal schaffe, den Hauptmann zu besiegen, bevor er den Karagor tötet. Würde mich gleichzeitig bedeuten, dass wir den Auftrag endlich mal schaffen. Ich habe mal wieder keinen Leibwächter. Ich hatte einen. Urkheimer. Oh, oh. Der Waldläufer!
geht schon! Und es gibt kein Video bei 100%, was halt geiler ist. So ein, wie nennt man das, diese geheimen Enden da. Also gibt's hier schon mal nicht. Macht Probe Karriere. Die zarteren Gemüter unter euch sollten jetzt die Augen schließen. Das wird etwas blutig. Das wird etwas blutig. Ich hätte die Machtprobe gelassen, hätte ich gewusst, dass du kommst. So kann ich auch befördert werden. Überrasch mich zu sehen. Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du gar nichts mehr sehen. Der hat ein gutes Level. Egal, ob wir die schaffen oder nicht. Ich will auf jeden Fall sein Level. Brauche ich für die Verteidigung. Und du nicht sterben. Was ist denn mit meinem Hauptmann? Da hinten chillt er rum oder was? Na toll. Der Auftrag geht jetzt in Noren weiter. Der ist jetzt angepasst, super. Chillst du jetzt hier oben oder was? Er kämpft auch gegen welche. Vor allem hält er mehr als das aus. Yippie! Danke. Dein Wille geschehen. Nee, du hast ein Schwert im Kopf. Für den hellen Herrscher kämpfe ich mit. Ich will hier runter. Der ist abgehauen. Schmeck meinen Stahl! Ich hasse das, wenn die abhauen, dann hast du den Auftrag nicht geschafft.
musst am besten noch in das andere Land hinterher reisen oder so. Crash. Hier drüben! Da ist er! Mal sehen, wie schnell du rennen kannst! Haha! Mein Game ist hier im Rennen kann. Ah, da hinten. Hat sogar noch einen zweiten Hauptmann. Mir ist nicht klar, wie stark du bist. Vor allem, weil ich davon nichts sehe. Wir haben beide Sprungblockade, was ist da los? Ja. Nein. Zerschmetter die halten denn immer so viel aus? Den hat's erwischt. Darauf bist du reingefallen. Jetzt geht er auch noch weg. Und alles nur, weil er im Weg war. Bedeutet aber für uns, dass es jetzt nur noch blaue Aufträge gibt, die möchte ich nicht mehr spielen. Weil die nichts bringen. Wir sind jetzt bei 84% mittlerweile und sind jetzt dabei, die dritte Burg zu verteidigen im nächsten Part, aber erst. In der Zeit machen wir noch ein bisschen Bumm. Los, nicht wieder das Stärkere kaputt machen. Knapp 15.000 hat es gekostet. Bei der letzten Folge. Und wir werden auf jeden Fall wieder Metallmauern brauchen. Die kosten halt fast 10.000. Das waren so die teuersten an der ganzen Burg. Aber wir brauchen sie auf jeden Fall. Thank you.
jemals im Geist wird. Das sieht geil aus. Ich bin ja mega gespannt, ob Talion wieder normal wird. Wir haben nicht gesehen, Talion ist eigentlich tot. Er ist nur wegen dem Ring von Celebrimbor überhaupt noch am Leben. Ohne den Ring wird Talion sterben. Und jetzt ist er natürlich von dem Ring eines Nazguls besessen. Und wird mit der Zeit immer mehr zum Nazgul, so wie Frodo eigentlich auch. Bis er von der Elwin da geheilt wurde, geheiratet wurde, wollte ich schon was sagen. Hier haben wir einen stärkeren. Sehr schön. Dann machen wir nochmal Markt. Ihr merkt, es ist die letzte Folge für heute Abend. Ich nehme erst heute Abend wieder auf. Deshalb haben wir jetzt ein bisschen mehr Freiraum. Wir machen 3 Stück nochmal auf. Hä, kann ich keine 3 machen, nur 1 oder 5? Schon beschissen. Wenn ich jetzt 2 will. Dann machst du 3x1, Mann! Oder 2x1! Mein legendären Jäger. Pushkrimp. Episch. Lusche. Weil die haben nicht auch höhere Level, wenn wir die dann einsetzen. Sieht das besser aus? 40. Episch. Episch. Komm, ein legendären in den 5 Packs. Boah, der sieht geil aus. Der muss legendär sein, der linke. Nein! Macht hungrig. Theoretisch könnten wir unsere Orks auch noch aufwerten. Mit Legionen und so, was wir einmal schon gemacht haben. Episch. Lusche. Giftig, episch, Mist. Naja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Für mich geht es heute Abend weiter, für euch ganz wie gewohnt morgen. Und ihr seht auf der Karte, wir haben nur noch blaue Aufträge, den einen. Und komische Mistdinger, die ich nicht mache. Die haben wir übrigens auch schon auf Silber abgeschlossen. Irgendwie hier mit dem Drachen, oder? Ach, mit dem Olugai aus den Schatten töten. Aber der ist in der Höhle. Ich habe jetzt keine Lust drauf. Wir gehen dann zur Belagerung von Kargokur. Was ein Name. Bis dann. Ciao.